Ach, was kann es Schöneres geben, wenn man so auf den Horizont schaut und Magic Booster öffnet? Okay, das Wortspiel ist ein bisschen plakativ. Aber was soll's? Hübsche Artcard. In Foil, schick. Macht sich ja auf der Kulisse irgendwie gar nicht schlecht, oder? So, ich habe Beschwerden bekommen, dass ich mich zu lange mit Commons und Uncommons aufhalte. Sehr gut für das neue Modern Deck. Und. Ah. Wieder mit Themes. Das Modul, wahrscheinlich modular bei den Uncommons, ja. Und Void Mirror. Ist es eigentlich schon klar, ob das eine gute Sideboard-Karte in Modern sein wird? Und. Goblin Bombardment. Okay. Sweet. Nächster. Non-Foil. Das Ding hat echt, leistet echt Arbeit Unlimited. Skrills, Skrills. Okay, wie passt das ins Skrill-Thema rein? Sehr schön. Da freue ich mich für mein Drachendeck. Und was ist der Reprint? Okay, der war nicht ganz so spicy. Ich weiß nicht warum, aber das Artwork finde ich irgendwie klasse. Irgendwie witzig. Den habe ich schon in den Pre-Lists mehrfach aufgemacht. Naja. Rare? Okay, das war. Okay, der war auch nicht ganz so spicy. Und schon wieder ein Token. In jedem vierten Booster soll ja eine Karte der Liste drin sein. Das ist jetzt der vierte. Oh, da scheint eine Listkarte drin zu sein. Karte bricht ja gerade Pauper. Aber hier mit schönem goldenen Holo-Stempel. Die sind zwar nut absolut nutzlos, aber trotzdem doch irgendwie cool. Swamp? Okay, da haben wir den Verbrecher. Ich glaube, die geht schon was im Modern. Also das Dermotaxi, das ist echt ein sehr makabres Wortspiel und eine sehr makabre Karte. Aber hier in der Sketch-Version und als Reprint sehe ich ja schon Zurn Orb und dahinter ein Mine Collapse. Brücke. Und was ist unsere Listkarte? Ja, das gab es wohl auch mal. Ja, noch keine Fetchlands. So, unser fünfter Booster. Shiny. Noch ein. Dabei spiele ich ja eigentlich kaum Modern. Was soll ich denn damit mit so vielen? Was? Nochmal? Jetzt habe ich ja aber auch ein Playset davon voll. Und. Wonder. Okay. Schick. Pauper Madness.
Scheine. Noch eine Listkarte. Aber auch wieder ein bisschen was Weirdes. Whenever a bird is put into your graveyard. Bird Commander. So. Unsere letzte Chance auf dem Fetch Today. Fetch. Noch mehr Eichhörnchen. Erinnert ihr euch, als Eichhörnchen nochmal was Besonderes waren? Und nochmal Shiny. Glimpse of Tomorrow. Und. Naja. Und Galarian Relay. Unsere dritte Listkarte? Auch nicht schlecht. Aber auch schon wieder nur noch ankommen. Ja, vielleicht nicht der spicyste Rip, dafür aber wahrscheinlich der Booster Crack mit der schönsten Aussicht. Bis zum nächsten Mal.